Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Gottesdienst, einem neuen Video von GBC. Und wir werden heute den Römerbrief weiter behandeln. Wir sind fast durch, aber es wird super spannend heute. Ich verspreche euch das. Nämlich, wir werden das 13. Kapitel durchlesen. Das 13. Kapitel ist dieses ganze Thema, wie wir zur staatlichen Gewalt stehen als Christen. Das war natürlich ein Riesenthema während der ganzen Corona-Geschichte. Aber es ist auch ein großes Thema heute jetzt. Wie gehen wir mit Genderpolitik um, mit allen Eheformen, die es heutzutage geben soll? Und auch mit vielen Sachen, die der Staat uns zu unserem Glaubensthema sagen möchte. Und die Christen haben hier natürlich eine bestimmte Brille auf. Und die wird hauptsächlich geprägt von Römer 13, das wird oft zitiert, habt ihr bestimmt schon gehört. Wir werden heute nochmal natürlich ein bisschen anderes Licht auch drauf werfen, damit der Blick wirklich weit und korrekt wird und wir verstehen, was das Wort Gottes sagt. Also, ehe wir jetzt weitermachen, würde ich euch bitten, dich bitten, diesen Römer 13, dieses Kapitel zu lesen von A bis Z und danach sehen wir uns wieder. So. Ich denke, ihr habt den Text gelesen. Erstmal ganz spannend, oder? Also es ist erstmal ein auf den ersten Blick sehr klarer Teil und auch sehr eindeutige Aussagen von Paulus hier zum Thema staatlicher Gewalt. Ich da reinspringe, möchte ich mit euch beten. Vater, ich danke dir, dass du uns heute deinen Blick schenkst auf dein Wort, dass wir dein Wort verstehen auch und dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes werden. Das bitte ich dich für mich, das bitte ich für alle, die zuschauen, zuhören jetzt, dass unsere Herzen, unsere Leben, unser Denken verändert wird durch dein Wort und dass wir dir eine Freude sind. Amen. Danke. Danke fürs Zuhören erstmal. So, wir schauen uns mal an. Wir gehen mal direkt springen rein, Vers 1 und 2 von diesem 13. Kapitel. Ich lese das mal für euch vor. Jede Seele unterwerfe sich der übergeordneten staatlichen Macht. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ihr Urteil empfangen. Also, wir können ja mal sagen, also, wenn du eine klare Ansage brauchst, das ist eine klare Ansage. Da gibt es erstmal wenig zu moppen. Also, übergeordnete staatliche Mächte, Luther übersetzt das Obrigkeit. Im Grunde genommen ein Herrschaftskonstrukt, was wir auch innerhalb von Staaten haben. Die Bibel ist übrigens bestärkt die Idee der Nationen. Nicht einer globalisierten Welt. Also das heißt, du hast staatliche Obrigkeiten auf verschiedenen Ebenen und der sollen wir uns unterordnen, weil Paulus hier ausdrückt, staatliche Gewalt ist von Gott gesetzt. Also das muss man sagen, da macht Paulus hier einen klaren Pflock ein und zeigt uns, dass es auch für uns als Christen bedeutet, ja, wir sollen uns unterordnen. Da gibt es erstmal einen dicken, dicken Punkt. So, da kommt trotzdem ein Aber. Und wenn wir das nicht tun, sagt er, dann werden wir auch Folgen davon tragen. Und das kennen wir alle. Also wenn du, ich sag mal ganz simpel immer wieder, wenn du schneller fährst, als die Polizei erlaubt, dann zahlst du ein Knöllchen. Und mittlerweile sind es keine Knöllchen mehr, sondern Knollen. Die tun auch richtig weh, das sollen sie ja wohl auch. Damit natürlich der Staatssäckel gefüllt wird, aber auch damit die Bürger lernen, Gesetz und Recht zu halten. Und so ist das mit vielen Dingen. Und ich sag mal, und da fängt auch jetzt der Gedanke an, was sind denn die Dinge, die der Staat auch regeln soll? Hier sagt Paulus ja, sag ich mal, im Grunde genommen, er bringt ja ein paar Beispiele hier weiter unten auch. Wir zahlen so viel Steuern, so nennt er das. Also Steuern soll man zahlen, damit auch gibt des Kaisers, was des Kaisers ist. Jesus sagt das ja auch. Also gerade dieser finanzielle Bereich wird ganz deutlich in der Bibel auch klar benannt. Da gibt es auch nichts zu mobben. Jetzt möchte ich mit dir aber mal überlegen,
Wenn das so wäre oder wenn das so ist, es wird dem Staat gehorchen sollen, wie ist das denn mit den ganzen Beispielen, wo die ganzen Männer und Frauen Gottes im Neuen Testament natürlich eben genau das nicht gemacht haben? Also Paulus selber hat ja nicht immer das gemacht, was die Obrigkeit wollte. Nämlich er hat gepredigt, er ist am Ende des Tages natürlich auch verurteilt worden und auch hingerichtet worden, weil er natürlich eben genau das nicht gemacht hat, was die Obrigkeit wollte. Also wir sehen das auf seinen Missionsreisen und ich möchte heute mal ein Beispiel von Petrus mal ganz genau anschauen. Also Petrus, der Apostel des Glaubens, der Jünger des Herrn, der genau hier in einer Situation kommt, die ich mit euch anschauen möchte, nämlich wir lesen mal Apostelgeschichte 5, Vers 28 und 29. Hier geht es um das Verhalten von Petrus. Ich lese mal hier so vor. Denn also der Hintergrund ist ganz simpel. Petrus und den Aposteln wurde verboten, im Namen Jesus zu predigen. Und zwar öffentlich zu predigen. Was haben die gemacht? Die haben es trotzdem gemacht, sind dann auch ins Gefängnis gekommen. Und dann wurden sie quasi ermahnt und auch nicht nur ermahnt, sondern auch bestraft. Und dann heißt es hier sozusagen im Anschluss, ich lese mal vor, Vers 28, und sie sprachen, der hohe Priester, und dann steht es auch für den Oberen, also das ist die staatliche Macht, haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen, Namen Jesu, zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen, also Jesus. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Was ist der Hintergrund von dieser Geschichte? Hier ging es um die Ausübung des Glaubens. Nämlich konkret um das Predigen des Gotteswortes. Und die Obrigkeit, in diesem Falle von Jerusalem, sagt Petrus und den Aposteln, stoppt mit eurer Predigt, mit eurem geistlichen Leben, sag ich mal, mit dem, was ihr da so verkündet, das wollen wir nicht. Und da gab es offensichtlich auch ein Problem, da heißt es ja, sie fragen hier sozusagen im Nebensatz, oder wollt ihr das Blut dieses Menschen über uns bringen? Im Prinzip wollt ihr hier einen Aufruhr machen? Wollt ihr hier Terror machen? Wollt ihr Spaltung bringen in unsere Gesellschaft? Wollt ihr euch absondern von dem, was wir hier als Jerusalemer Juden so tun? Und Petrus sagt ganz simpel mal, ja, machen wir. Wir muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber warum gilt das denn jetzt nicht zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte jetzt aber 60 Stundenkilometer in der 50er-Zone fahren? Weil Gott hat mir das gezeigt. Du merkst schon, das klappt nicht. Oder auch Steuern. Ich zahle das nicht, weil Gott hat mir gesagt, irgendwie, ich soll keine Steuern zahlen. Es gibt einen Bereich und der ist klar definiert. Und zwar, das ist die Ausübung deines Glaubens. So, und da musst du aufpassen jetzt. Dort, wo du den Geboten des Staates nicht folgst, musst du ja eine andere Grundlage haben, aufgrund dessen du das tust. Also du kannst nicht sagen, naja, ich mache das einfach so, weil ich finde das doof, was der Staat da macht. Nein, sondern dort, wo wir dem biblischen Gebot, also hier wäre das zum Beispiel mal ganz in eine Aufforderung aus dem Missionsbefehl Jesu. Geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium. Alle Kreatur, tauft alle und so weiter. Da, wo wir das nicht tun können, da müssen wir als Christen widerstehen. Hör mal, das ist nicht, da kannst du, da musst du das tun. Denn in dem Moment, wo der Staat sich in die Ausübung von Glaubensinhalten einmischt, dort tritt er in Konkurrenz mit Gott und dort hat Gott den längeren Hebel. Ich sag mal auch so, da sind wir als Kinder Gottes verpflichtet, dem Wort Gottes mehr zu gehören als der staatlichen Obrigkeit. Auch wenn Paulus das hier so deutlich ausdrückt, wir sollen gehorchen, er bezieht das auf die Dinge, wo der Staat auch Einfluss haben sollte und hat. Also dein Kirchengebäude, ja, das darfst du und das solltest du bauen nach Vorschriften, damit das Dach nämlich nicht einstürzt und alle Gläubigen unter dir begräbt. Aber
dort, wo es um zum Beispiel die Verkündigung des Gotteswortes geht. Und das ist nicht nur Jesus liebt dich. Das ist auch die Wahrheit des Evangeliums. Also das hat auch was. Wir haben das Thema Gender. Wir haben das Thema Homo. Wir haben ganz viele Themen, die momentan, wo der Staat eine andere Richtung vorgibt und wo ich dir sage, dort musst du dem Wort Gottes, das musst du natürlich für dich entscheiden, was das Wort Gottes auch ist. Das musst du lernen als Christ, mehr gehorchen als den Menschen. Die Amerikaner haben dazu ein interessantes Konstrukt entworfen. Da gibt es ja die sogenannte Religious Exemption. Das bedeutet religiöse Ausnahme. Ich finde das sehr interessant. Und das ist etwas, was ich mir auch für Europa wünsche. Die religiöse Ausnahme, die Religious Exemption, sagt, dass dort, wo dein Glauben in seinem Kern bedroht ist, du Freiheit hast von den Anforderungen, die der Staat an dich stellt. Also wenn dein Glaube dir zum Beispiel verbietet, dass du dich impfen lässt, als Beispiel, dann gibt es eine Religious Exemption. Das kann auch andere Bereiche des Lebens betreffen, da wo es klar nachvollziehbar ist, dass das schriftgemäß eine Glaubensaussage ist. Wenn die predigen, auch wir hatten das ja, also wir werden Gottesdienste wurden geschlossen und haben Leute, auch Christen sagen, ja, naja, wir können ja einen Internetauftritt machen. Ja, das kann man machen. Das hätten die vielleicht in dieser Situation ja auch machen müssen. Die haben ja auch, hätten ja nicht öffentlich predigen müssen. Die hätten ja auch Rundbriefe schreiben können. Die hätten ja auch kleine Versammlungen in den Häusern abhalten können. Die hätten ja auch irgendwas anderes machen können, was nicht so sozusagen so auffällig gewesen wäre. Aber genau hier sagt Petrus, no. Dort, wo die Verkündigung des Gotteswortes vom Staat eingeschränkt wird, da hast du die Pflicht, den Auftrag, dagegen zu gehen. So, ob das so ist und dass einige sagen, na, wir könnten das ganz normal tun, völlig in Ordnung. Das obliegt dir und deinem Glauben. Ich will dir nur sagen, so sieht das, so ist eine klare Ausnahme hier auch für Römer 13. Und das müssen wir verstehen, dass diese Beschränkung nur für die Dinge gilt, diese Unterordnung und der Obrigkeit dort, wo der Staat seinen Aufgaben gemäß handelt. Wir haben momentan Tausende von Christen, ich glaube sogar Zehntausende jeden Monat, die sterben, weil sie das Evangelium verkünden, weil ihr Staat, in dem sie leben, das verbietet. Und sie machen das trotzdem. Würden wir sagen, du musst die Klappe halten? Paulus wäre nicht Paulus, wenn er das nicht auch diesen Ausnahmefall abbilden würde. Und ich möchte mal unseren Blick hier auf die Verse 7 und 8 richten. Da sagt er, gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid. Die Steuer, dem die Steuer, dem Zoll, dem der Zoll, die Frucht, dem die Frucht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Seid niemandem etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Ich bin natürlich wieder begeistert. Paulus ist einfach natürlich der Hammer. Der drückt das besser aus. Er sagt aber mit anderen Worten, wir müssen uns daran gewöhnen als Christen, dass wir verschiedene Gläubige haben, also Menschen, die uns oder auch Organisationen, Gesetze, die von verschiedenen Seiten Anforderungen an uns stellen. Denn es ist ja nicht nur der Staat und Gott. Es ist ja auch jeder, der verheiratet war, ist, weiß, dein Partner hat auch Anforderungen an dich. Und die sind auch korrekt. Freunde haben Anforderungen, dein Arbeitgeber hat Anforderungen. Paulus sagt hier, gewöhne dich dran, dass du zu verschiedenen Menschen oder zu verschiedenen Gruppen Verpflichtungen hast. Und die können sich manchmal widersprechen und die können sich auch ausschließen. Unser Part ist, dass wir das in Liebe versuchen zu tun. Liebevoll zu bleiben. Denn selbst wenn du sagst, nein, ich will hier irgendwie, ich berufe mich auf meinen Glauben, ich berufe mich auf meine Freiheit des Glaubens, dann tust du das an einer bestimmten Haltung. Und diese Haltung ist liebevoll und freundlich. Du machst nicht den Klimakleber und es ist mir egal sozusagen, ob da Leute von Schaden erleiden, sondern als Christen
machen wir Dinge in einer Art und Weise, wir sollten Liebe Gottes ausstrahlen. Und auch wenn wir anderer Meinung sind, verhalten wir uns nicht böswillig, sondern liebevoll. So. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Meilenstein. Ich hoffe, das kannst du so schlucken, wenn du dagegen bist oder wenn du andere Sachen hast. Ich freue mich natürlich hier auch. Wir haben über die Rückmeldung diskutiert darüber in eurer kleinen Gruppe, wie ihr das handhaben wollt und handhaben könnt. Wir verlassen das mal. Ich glaube, das war klar genug, dieses Thema. Wir verlassen das mal und schauen uns Verse 11 bis 13 an. Da sagt Paulus, letztendlich ist das auch ein bisschen der Grund, warum er hier so klar argumentiert. Er sagt, Vers 11, und dies tut, also dieses Verhalten, diese Liebe, dieses, wie ihr dem anderen begegnet, das tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag. Nicht in Schlägereien, nicht in Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und in Eifersucht. Das ist eine so der, sag mal, eine der, man könnte es mal sagen, Paulus, das ist eine typische Ermahnung am Ende von Briefen, da kommt das immer wieder. Paulus wird nicht müde, das zu betonen. Er bringt hier eine Analogie. Er sagt letztendlich, lasst uns aufwachen. Ihr Lieben, schlaft nicht weiter. Warum sagt er das denn? Weil wir natürlich immer wieder schlafen. Das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, von den Weisen, die da 5 kein Öl dabei haben, besagt erstmal, dass wir alle immer wieder schlafen. Und das ist Pflicht auch einfach in unserer menschlichen Natur. Wir sind nicht immer geistlich wach. Ich bin nicht immer geistlich wach. Mir passieren Dinge, dir passieren Dinge. Wenn wir aber wach werden, wenn wir das merken, weil wir spüren, dass eine Zeit ist, die wichtig ist, dann wachen wir auf. Und momentan ist eine Zeit, die ist wichtig. Ich habe andere Zeiten in meinem Leben erlebt, wo es relativ easy so ging. Und vielleicht kommen solche Zeiten auch wieder, vielleicht nicht. Momentan ist eine Zeit, wo wir als Gläubige aufstehen und für das eintreten, was uns das Wort Gottes zeigt. So, und dafür musst du die Bibel kennen. Wenn du die Bibel nicht kennst, dann bist du verloren. Du kannst dich nicht auf irgendwelche Predigten verlassen, auch nicht auf meine Predigt, sondern lies das Wort Gottes, kenne das Wort Gottes und mach erstmal genau das, was da drin steht. Das ist ja relativ simpel. Also jemand hat so gesagt, das ist ganz schön, wenn man erstmal ein Buch schreiben muss, zu erklären, dass ein bestimmter Vers nicht das aussagt, was da dort steht, dann solltest du misstrauisch werden. Also die Bibel ist recht klar. Tu das, was erstmal auch dort gesagt wird. Ja. Und ich glaube, wir haben ja heute so Schwierigkeiten mit diesem ganzen Thema Richten und Gericht. Wir sind ja so gewohnt, dass es quasi kein Gericht gibt. In Schule möchte man gar keine Noten geben an die Schüler. Paulus sagt hier, ihr Leute, auch diese ganzen Themen, Eifersucht, Ehebruch, Streit, Ausschweifung. Er sagt ja nicht, naja, ich verstehe euch alles, macht mal irgendwie so, sondern er sagt, ich ermahne euch jetzt, damit ihr im Gericht Christi bestehen könnt. Und da gibt es viele, die sagen, ach, das wird alles ganz, ganz easy. Wir sind gerecht durch den Glauben und das ist auch richtig so. Aber wenn wir denken, dass das, was wir hier auf der Erde tun, keine Auswirkung hat in der Ewigkeit, ich glaube, dann sind wir schief gewickelt. Denn natürlich, warum sind wir denn hier auf der Erde? Wir sind doch nicht hier, um irgendwie unsere 70, 80 Jahre abzusitzen. Wir sind doch hier, weil wir einen Charakter entwickeln, weil wir das, was göttlicher Charakter ist, in unserem Leben deutlich machen, verändert werden, geheiligt werden. Jesus ist hier auf die Erde gekommen. Was heißt, warum ist er auf die Erde gekommen? Da heißt, er kannte alles, aber er musste Gehorsam lernen. Also Jesus selber
ist gekommen, damit er lernen konnte. Und so viel, viel, viel mehr du und ich. Und lass uns diese Worte der Ermahnung, die Paulus hier gibt und immer wieder in seinen Briefen gibt, ernst nehmen, dass das nicht einfach nur Floskeln sind, sondern dass es unsere Zukunft, sowohl hier auf der Erde als auch unsere Zukunft im Himmel, beeinflussen wird. Es gibt Leute, die werden groß heißen im Reich der Himmel, und es gibt Leute, die werden klein heißen im Reich der Himmel. Das heißt nicht, dass sie aus dem Himmel gleich rausfallen. Du musst keine Angst haben, dass du jetzt, ich bin nicht gerettet. Aber es gibt einen Unterschied zwischen, ich komme da gerade rein, oder ich komme gerade so rein. Ich würde gerne, dass wir alle vor dem Thron Gottes stehen können, wenn genug Sünden noch sein, die, wenn der Herr uns das zeigt, dann werden wir genug Dinge haben, ich glaube du und ich, wo wir unsere Köpfe senken und wo wir froh sind, dass Jesus uns vergibt und dass er für uns gestorben ist. Aber ich muss ja nicht noch zusätzlich was so dazufügen, oder? Ich beende das heute mal mit zwei Fragen an dich. Wo solltest du mehr der staatlichen Gewalt oder Obrigkeit untertan sein? Also wo solltest du besser gehorchen? Wo bist du harthörig, schlecht im Hören? Wo muss man dich eigentlich ermahnen? Und wo solltest du weniger der staatlichen Gewalt gehorchen? Wo ist es dran für dich aufzustehen und deinen Mund aufzumachen? Und wir haben die Unterscheidung ja eben deutlich getroffen. Mit den beiden Fragen entlasse ich euch mal in die Kleingruppe, in euer Gespräch mit Gott, wenn ihr alleine dieses Video schaut. Redet mit dem Herrn darüber. Am Schluss möchte ich mit euch beten, wie immer. Vater, ich danke dir, dass du dein Wort in uns groß werden lässt. Und dein Wort ist unseres Fußes Leucht, sagst du. Es ist die Lampe auf unserem Weg. Ohne die Lampe tappen wir im Dunkeln. Mit der Lampe sehen wir. Ich bitte dich, dass heute das, was wir gelesen haben in diesem Römerbrief, dass es unser Leben verändert, dass wir im Licht laufen und nicht in der Dunkelheit, dass wir in der Wahrheit laufen und nicht in der Lüge. Das bitte ich für jeden. Ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Geh hin in Frieden.